Ich möchte eine Anzeige machen. Was? Na da, Baldi. Baldi, ist ja wurscht. Da ist ein Irrer auf der Riesstraße unterwegs mit einem schwarzen Mercedes. Richtung Krankenhaus. Ja, der hat mich voll geschnitten. Der ist sicher betrunken. Ja, schaut, dass ihr den noch erwischt. Der ist mit einem Höllentempo unterwegs. Scheiß Musik leiser! Ich muss telefonieren. Ja, hey Baby. Ja, sicher bin ich im Lokal. Kommst du dann? Na, nicht schon wieder mit dem Poldi. Ja, okay, er hat die braucht, ja. Aber schon langsam glaube ich echt, es wäre besser gewesen, du hättest ihn in Wien lassen. Ja, sag dem doch einfach einmal, warum du ihn hergeholt hast. Da bildet sich schon was Gottlos ein und außerdem tut er so, als ob ihm mein Lokal kehrt und es nervt. Ja. Ja, okay. Ja, wir reden später weiter. Okay. Tschüss. Bussi. Was ist? Guten Abend, Veloblitz. Für den Leopold Maurer. Du weißt aber schon, dass du der Claudia das Geld zurückzahlen musst. Oder glaubst du, kannst du ewig anschreiben lassen? Was anschreiben? Wenn du mich gescheit arbeiten lassen würdest, dann könnte ich viel mehr rausholen. In Graz sollte man jemand richtig aufräumen. So wie du das in Wien gemacht hast, gell? Spitze! Ja, glaubst du, ich bin extra her, um dein Haus länger zu spülen? Trotzdem unterschreiben? Bitte, ja. Danke. Noch was? Kann ich das WC benutzen? Ja, ob du kannst, weiß ich nicht. Aber da hinten. Danke. Nimmt dich ja eh keiner mehr ernst. Im Rosi lachen dich alle aus. Du Roni macht dir zur Familie, verstehst du, Alter? Früher war Action angesagt und jetzt, was ist mit dir? Die Tablettenfresser vom Rosi kannst du lachen, was du willst. Für Stiftel Rohypnol verpfeifen sie dir am nächsten Kiewer. Immerhin, Rohypnol. Ja, das ist das Nächste, weil du dir den Scheiß da an selber reinziehst. Wie viel ist noch übrig von der letzten Portion? 2-3 Gramm? Und mir hast du Geld für 4 gegeben, oder was? Bitte, mach keinen Tanz. Morgen hast du Geld. Mit Zinsen und... Zusatzzinsen. Zinseszinsen? 1500 Euro, Baldi. Wo willst du das bis morgen auftreiben? Verrat's mir das. In der Früh hast du alles. Keine Sorge. Du packelst aber nicht mit der Partie vom Rosi, oder? Hi, Cherie. Was ist denn das da? Für den Baldi. Was ziehst denn du da hinter meinem Rücken für eine Scheiße auf, Baldi? Hey, wo ich einkaufe, ist mein Problem. Außerdem habe ich mit denen direkt eh nichts zu tun. Was ist los, Burschen? Du sitzt an einem Häusl. Ist der Radlbote noch und? Sherry, der kleine Trottel hat sich eine Ladung Drogen mit dem Ökotaxi herschicken lassen. Und der Velofrizi hat alles mitgehört. Nix Scheiße. Neue Transportwege. Ich lasse mir die Tabs von einem Fahrradboten bringen. Hey, so eine Geschichten sind ein Eierproblem, ja, und nicht meins. Schau, der rennt ja gleich zur Polizei. Die kommen her, die sperren dein Lokal zu. Dann war alles umsonst, Schatzl. Böse wegen dem kleinen Scherz vor, oder? Da schau, trink das. Spezialität des Hauses.
Das ist ein Bitterlemon mit viel frischen Lemon-Zitronen. Danke, bin ich relativ durstig. Bist du jetzt nur wegen dem kleinen Backerl aus der Stadt rausgeradelt? Ich fahre eh gern mit dem Rad. Sauer, hm? Ist aber eh gesund. Na, ja, bitter. Ist es abgelaufen? Der Getränkelieferant war gestern erst da. Es ist ein Bitterlemon. Magst du nicht noch ein bisschen bei mir bleiben, hm? Um die Zeit ist ziemlich wenig los. Eigentlich würde ich schauen, dass ich zurück in die Stadt komme, weil es war mein letzter Auftrag. Ja, fein, das hast du Zeit. Setz dich her, warte, ich komme zu dir um. Hey, so einen Dreck habe ich echt schon lange nicht mehr erlebt. Drogen mit dem Fahrradboden, welcher Blitz hat denn dir den Mist eingegeben? Nein, deiner. Ist echt eine leibende Idee. Null Stress, da braucht die Leute nicht persönlich treffen. Passt. Außerdem, wer kommt schon auf die Idee, dass ein Fahrradbote Drogen einschleust? Ha! Ich bin die Claudia. Meine Eltern sagen Edwin. Meine Mama halt sagt Edwin. Und ich bin der Eddie. Also. Und das mit dem Bodenjob? Ich meine, warum radelst du in der heißesten Zeit da durch die Gegend, anstatt irgendwo am Strand zu liegen? Hm? Eigentlich war meine Matura-Reise geplant. Nach Griechenland. Aber meine Eltern haben zurzeit kein Geld. Also, sie haben schon Geld. Aber gefahren wärst schon gern, hm? Nein, es passt eh, wie es ist. Also, Radfahren tue ich gern, damit ein bisschen Geld verdienen und auf eigenen Beinen zu stehen, ist schon ganz gut. Ja, das kenne ich. Man, so ähnlich ist mir ergangen. Weißt du, ich habe da herinnen als Kellnerin angefangen. Klein auf meiner Lehr. Und jetzt gehört mir der ganze Laden. Der ganze? Ja, der ganze. Also nachdem der ehemalige Chef, das war der Besitzer von da, gestorben ist, habe ich den Laden da pachtet. Und was kostet das? Menge, das kannst du mir glauben. Also ich alleine hätte es damals sowieso nicht geschafft, aber mein Freund hat mich nicht mehr unterstützt. Der verdient nicht so schlecht, was? Beim Abend ist die Bude sowieso immer voll. Nur jetzt im Augenblick ist halt Flaute. Sagen Sie, aber vorher waren schon Leute da? Ja, die werden wahrscheinlich aus dem Sägewerk von gegenüber gewesen sein. Dann hat Dabs was mit Holz zu tun. Was? Nein, der Fahrer hat gemeint, dass in dem Backerl, das ich braucht habe, lauter Tabs drinnen waren. Jetzt ist mir klar. Eigentlich wollte ich dir das gar nicht sagen. Aber ich hab dich nach Graz geholt, damit nicht irgendein Haverer, dem du ein Geld oder einen Stoff schuldest, einfach anstellt und mir deine hässlichen Footleier BMS schickt. Das ist ja nur ein kleiner Trieb, das schadet ja nichts. Okay, mach das. Gib's her und haut's ab. Ich glaube, ich bin zu lange in der Sonne geradelt. Es wird der Kreislauf sein. Warte, ich hol dir ein Glas Wasser, okay? Der steht nicht mehr auf. Bist du deppert, Bolli? Der ist der Einzige, der meinen Namen kennt. Wenn der zu den Kieferern rennt, dann kann ich in den Becher schiffen. Wurscht, ob der auf ist oder nicht. Dann bin ich im Arsch daheim. Nach einer Stunde wird der Bomber runter zu den Käfern marschieren und nicht uns alle verpfiffen. Und deine Claudia auch.
würde mir das Strangel geben. Hast du schon vergessen? Scheiße, schau, was ist da los? Das ist viel zu heftig, das habe ich überhaupt noch nie gesehen. Der Polly hat ihm, glaube ich, 30 Stück reingehauen, der verreckt gerade. Spinnt er? Wir müssen den ganz schnell ins Krankenhaus bringen. Halt's Maul, du blöde Fotze. Er kennt ja meinen Namen. Glaubst du, geh einsetzen, nur weil der Wichser gerade zu einem falschen Zeitpunkt scheißt? Ja, lass den Scheiß, komm, hilf mir, wir müssen den ins Krankenhaus bringen. Ja, fahr endlich los! Ich glaube, ich war ein bisschen grob. Ich schau noch mal zu Baldi. Ja, spinnst du? Du machst dir Sorgen wegen dem Baldi. Der da hinten, der stirbt gerade wegen dem Trottel. Jetzt gib endlich Gas! Wir haben den Velotik einfach nur beim Krankenhaus aussehen. Der hat 30 Trips-Intus. Der erinnert sich an nichts mehr. Der hätte sowieso nichts sagen können. Der hat ja nicht einmal kapiert, was ihr da am Klo geredet habt. Der trinkt ja nicht einmal ein Bier. Ist er Vegetarier? Was für die blöde Aktion gehört der Baldi einfach in Häfen? Der blöde Trottel, hey! Sherry! Der Baldi, der gehört zur Familie. Ich werde meinen Cousin sicher nicht bei der Kiewerei verpfeifen. Unterwegs.